Hier sitzt eine Masse M1, eine gleichschwere Masse sitzt an dieser Position, deswegen die gleichen Indizes. Wir haben einen Aufhängepunkt A und dann verbinde ich jeweils die Masse M1 mit diesem Aufhängepunkt und zwar mit einer masselosen Stange. Vom Aufhängepunkt weg führt eine vertikale masselose Stange und am Ende dieser Stange hängt eine Masse 2. Diese Masse 2 kann sich nach oben und unten bewegen. Wir verbinden wieder jeweils die Masse M2 mit M1 mit einer masselosen Stange. Wir sagen, dieses System rotiert um diese vertikale masselose Stange. Und dann sagen wir, die Rotationsgeschwindigkeit ist konstant, also wir drehen mit konstanter Winkelgeschwindigkeit. Abhängig von dieser Winkelgeschwindigkeit schließe ich dann mit diesen beiden Schenkeln einen Winkel mit dieser ja, vertikalen ein und den nenne ich Theta. Jetzt ist dieses Bild nur eine 2D-Ansicht von der Bewegung. Die Bewegung selbst findet im dreidimensionalen statt. Die Massen M1 würden ja eine Kreisbewegung auf dieser Höhe durchführen. Dieser Kreis hat den Mittelpunkt M und ich beziehe mich auf dieses rechtwinklige Dreieck mit dem Winkel Theta, den Radius Sinus von Theta mal, wir sagen Abstand Aufhängepunkt zur jeweiligen Punktmasse 1 ist jeweils r, also mal r. So, jetzt kann man sich vorstellen, dass ich mit einem Motor diese Drehzahl verändern kann, sprich diese Winkelgeschwindigkeit ändern kann. Dann ist es natürlich so, dass die Zentrifugalkräfte auf diese Massen M1 abhängig davon sind, wie groß diese Winkelgeschwindigkeit ist. Ja, umso größer diese Zentrifugalkräfte wirken, umso mehr wird die Masse M2 auf dieser vertikalen nach oben bewegt, sprich dieses System spreizt ab. Ja? Also diese Massen M1 bewegen sich von dieser vertikalen Drehachse weg. Ja, diese Masse M2 ist reibungsfrei gelagert auf dieser Drehachse und kann jederzeit nach oben, aber auch nach unten wandern, je nachdem, was die Kreisfrequenz hier ist. Ja, wenn die Kreisfrequenz kleiner wird, wenn ich den Motor regel und die Drehzahl verändere, also eine geringere Drehzahl einstelle, heißt geringere Winkelgeschwindigkeit, dann fallen natürlich diese gespreizten Schenkel, ja, wieder zur vertikalen zurück. Ja. Sprich, der Winkel Theta wird sich verkleinern. So muss man sich das ganze System hier vorstellen. Also wir haben letztlich eine dreidimensionale Bewegung. Wir haben hier eine Kreisbewegung auf dieser Höhe, die die beiden Punktmassen M1 vollziehen, mit dem Mittelpunkt M und den Radius Sinus Theta mal R. Dann haben wir hier diesen Aufhängepunkt A und sieht es im 3D-Bild so aus. Ja? Also hier haben wir die Kreisbewegung. Und diese vertikale Drehachse durchstößt jetzt diesen Mittelpunkt von dem Kreis. Und am Ende hängt ja diese Masse M2 dran. Wenn jetzt diese Zentrifugalkräfte derart anwachsen, dann spreizen diese beweglichen, ja, Schenkel sich, der Winkel Theta wächst an und zieht durch diese Verbindung, also die Massen M1 ziehen durch diese Verbindung, durch diese masselose Stabverbindung, ziehen die diese Masse M2 nach oben. Ja? Schaut dann so aus. Gut, ich beziehe mich mal auf diesen Kreis hier und schaue ihn von der Draufsicht an, also von oben, von der Vogelsicht. Was sehe ich dann? Naja, ich sehe eine Kreisbewegung und hier ist dieser Aufhängepunkt, der sich jetzt deckt mit diesem Mittelpunkt von meinem Kreis. Der Kreis selbst hat den Radius r mal Sinus Theta, einfach nur auf dieses Dreieck hier bezogen. Und also die Gegenkathete von dem Dreieck ist der Radius von dem Kreis. Und dann möchte ich mich gerne auf diesen Winkel hier beziehen, Phi. Ja? Ich bin ja mit meiner Masse am Anfang hier. Einen Schritt weit, einen Moment später könnte ich hier sein. Ja? Einen Moment
Später würde bedeuten, ich müsste die Drehzahl infinitesimal verändern. Ja, ich muss infinitesimale Verrückungen betrachten, weil ich ja insgesamt die Bewegungsform, nämlich Bewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit, nicht verletzen möchte. Ich möchte weiter mit dieser konstanten Winkelgeschwindigkeit drehen. Aber dann ist es egal, ob ich eine infinitesimale Regelung vornehme. Ein infinitesimaler Wert wird diese konstante Winkelgeschwindigkeit nicht relevant beeinflussen, sodass wir das in guter Näherung weiterhin als konstante Rotation betrachten können. Dann ist es natürlich so, dass ich hier einen infinitesimalen Winkel einschließe. Ja? Das würde bedeuten, dass diese ja, Masse m1 von Position 1 auf 2 diese Wegstrecke, diesen Bogen, diese Bogenlänge zurücklegt. Aber die Bogenlänge kann ich ja berechnen, ja? Denn das ist das Bogenmaß. Die Länge von dem Bogen, um die zu berechnen, benötige ich nur diesen Winkel, den habe ich, d phi, und den Radius von dem Kreis, den habe ich auch, r mal Sinus Theta. Also ist die zurückgelegte Wegstrecke von der Masse m1 in die Dimension phi nichts anderes als r mal Sinus von Theta mal d phi. So, jetzt bleibe ich mal bei der Draufsicht. Wenn wir ja etwas hochregeln, ja, die Drehzahl, dann würde das bedeuten, wir ja, erhöhen die Zentrifugalkräfte geringfügig, sprich wir ziehen an dieser Masse m2 geringfügig in die positive y-Richtung. Ja? Ich zeichne gleich dieses Koordinatensystem ein. Das würde aber bedeuten, dass die Masse m1 auch eine Bewegung in die Dimension Theta vollzieht. Ja? Also auf die Draufsicht jetzt bezogen aus der Zeichenebene heraus. Jetzt gehe ich mal zu dieser 2D-Ansicht zurück. Das würde ja bedeuten, auf diese Masse jetzt bezogen, das gilt für die linke auch, ich bin an der Position 1, falle erst in die Position 2 und dann tauche ich nach oben in die Position 3. Ja gut, dann könnte ich mir hier wieder einen Kreis vorstellen, einen Kreisausschnitt, ja, und mich jetzt auf die Dimension Theta beziehen. Ja, es geht ja um diese zurückgelegte Wegstrecke, die meine Masse m1 durchläuft. Also hier ist immer noch r, der Abstand von Aufhängepunkt zur Masse m1 ist für alle Zeiten konstant, nämlich groß r, aber dieser Winkel hier wurde durchschritten, nämlich d Theta. Ja, wir rücken auch hier infinitesimal in die Dimension Theta. Ja, wieder übers Bogenmaß kann ich dann die zurückgelegte Wegstrecke der Masse m1 in die Dimension Theta errechnen. Das ist einfach groß r mal d Theta. Somit habe ich diesen Bogen, diese Strecke. Ja gut, wenn ich mir das alles überlegt habe, ist es jetzt an der Zeit, unser Koordinatensystem einzuzeichnen. Ich zeichne das Koordinatensystem so durch. Ich lege durch die Vertikale die Y-Achse, ja, durch diesen maximalen unteren, ja, Positionspunkt der Masse m2 lege ich diese X-Achse. Wäre jetzt hier in dem Fall so einzuzeichnen. Naja, und dann aus der Zeichenebene heraus würde dann die Z-Achse verlaufen. Ja? Gut, so will ich das Koordinatensystem einzeichnen. Man sieht, die Z-Komponente von der Masse m2 ist für alle Zeiten z0, weil die Masse selbst ja auf dieser Drehachse liegt. Für die anderen Massen gilt nicht konstant Z0, aber auf dieses 2D-Bild bezogen gilt es durchaus, denn man kann sich das 2D-Bild wie folgt vorstellen. Das ist ja eine Momentbildaufnahme von einem bestimmten Zeitpunkt, ja? Und der Zeitpunkt deckt sich eben genau mit der Position, an der die Z-Komponente von M1 verschwindet, nämlich Z0 gilt. Ja? Somit komme ich auf dieses 2D-Bild. Ja, das würde jetzt für unsere Dynamik der Masse m1 folgendes bedeuten. Ich gehe zurück zu dem Kreis. Ich habe hier den Mittelpunkt. Ich habe hier die Masse m1. Sie fällt von Position 1 auf 2, schließt dabei diesen infinitesimalen Winkel ein. Dann fällt sie von 2 auf 3 und hat insgesamt ja diese Gesamtverrückung zurückgelegt. Den Verschiebevektor nenne ich mal dl Index 1. Okay. So, und jetzt sieht man hier dieses Objekt, das kann ich näherungsweise als rechtwinkliges Dreieck annehmen, ja?
Obwohl das kein rechtwinkliges Dreieck ist, kann ich mir den rechten Winkel hier reindenken. Ja. Streng genommen würde das Dreieck ja so aussehen. Ich hätte hier einen Bogen und hier einen Bogen. Aber da wir infinitesimale Verrückungen haben, kann ich hier die Kante annehmen. Also in guter Näherung kann ich hier ein rechtwinkliges Dreieck voraussetzen. So, ich kenne die Hypotenuse, das ist der Betrag von dem Vektor und die zwei Katheten. Ja? R mal Sinus von Theta mal d Phi und R mal d Theta. Jetzt kann ich einen Zusammenhang herstellen über den Pythagoras. Ja? Ich mache hier oben mal kurz frei. Ich kann ja sagen, Hypotenuse zum Quadrat, in unserem Fall Betrag vom Vektor zum Quadrat, ist gleich, ja, die Katheten quadrieren und zusammenzählen. Dann habe ich R Quadrat Sinus Quadrat von Theta mal d Phi zum Quadrat plus R Quadrat mal d Theta zum Quadrat. Auf die Zeile würde ich auch kommen, wenn ich ja diese beiden Verrückungen als ja Komponenten von diesem roten Verrückungsvektor lese. Betrag von dem Vektor berechnen, das heißt der Wurzel drüber und zuvor die Komponenten quadrieren und zusammenzählen. Wenn ich den Vektor, also den Betrag von dem Vektor dann noch quadriere, dann komme ich auch auf die Zeile, die ich auch mit dem Pythagoras-Lehrsatz gewinne. Ja, also spielt es keine Rolle, wie ich auf diese Zeile komme. Ich verwende eben an der Stelle diese Näherung mit diesem rechtwinkligen Dreieck und setze dann den Pythagoras an. Was viel interessanteres kann man aus der Gleichheit hier oben rauslesen. Das ist ja streng genommen eine Funktion, nämlich dl Index 1 zum Quadrat von Phi von Theta. Ja? Eine Funktion zweier Veränderlicher. Ich habe einmal die Dimension Phi und dann die Dimension Theta zu betrachten. Also würde das bedeuten, möchte ich die Dynamik von der Masse 1 haben, dann muss ich hier partiell einmal nach Phi und einmal nach Theta ableiten. Ja? Die Ableitung ist die Geschwindigkeit. Ja, Weg pro Zeit. Ich habe ja hier zum einen dann einen Anteil in die Dimension Phi plus einen Anteil in die Dimension Theta. Ja, jetzt nehme ich die beiden Funktionen und leite sie entsprechend ab. Also partielle Ableitung in die Dimension Phi. Schaut erstmal so aus. R Quadrat mal Sinus Quadrat von Theta mal ja, d Phi zum Quadrat. Hier kann ich ein wunderbares Gesetz von der Potenzrechnung ansetzen, nämlich ich darf klammern und das Quadrat rausschreiben. Jetzt kann ich mal die Wurzel ziehen auf beiden Seiten, dann habe ich dl1 von Phi ist gleich r mal Sinus von Theta mal d Phi. Jetzt leite ich zeitlich ab und habe die Geschwindigkeit von der Masse 1 in die Dimension Phi. Nämlich, ich lasse diese Abhängigkeit gleich weg, Punkt ist gleich, wenn ich partiell nach Phi ableite, heißt es, die andere Variable muss als konstant angenommen werden, also R mal Sinus von Theta mal, naja, d Phi nach dt. Und das ist ja Phi Punkt. Also habe ich hier Phi Punkt. Jetzt kann ich wieder quadrieren, denn in die kinetische Energie geht das Quadrat der Geschwindigkeit ein. Also habe ich hier die Geschwindigkeit der Punktmasse 1 in die Dimension Phi, schreiben wir es doch dazu, zum Quadrat, und zwar R Quadrat mal Sinus Quadrat von Theta mal Phi Punkt zum Quadrat. Ja. So. Und jetzt in die Dimension Theta. So, da habe ich ja das hier. Ja, wiederum kann ich hier klammern und die Potenz so schreiben. Jetzt kann ich wieder die Wurzel ziehen, dann habe ich das Folgende. Ja. Gut, jetzt leite ich nach der Zeit ab. Dann habe ich L1 Punkt in die Dimension Theta. Ist gleich R mal d Theta nach dt und das ist Theta Punkt. So, jetzt kann ich wieder quadrieren. So, und jetzt schaue ich mir die Masse 2 an. Die Masse 2 kann ja den maximalen Weg zurücklegen von ja, y0 bis hier.
bis zu dem Aufhängepunkt. Aber die Strecke kenne ich, denn ich kann mir wieder dieses rechtwinklige Dreieck hier anschauen, ja, und da kenne ich die Ankadede. Das ist ja nichts anderes als Cosinus von Theta mal Groß R. Aber diese Strecke kommt hier ja nochmal vor. Hier ist ja dieses Dreieck nochmal. Also habe ich die Gesamtstrecke, also diese Gesamtstrecke hier von ja 2 mal R mal Cosinus von Theta. Damit steht auch die Dynamik für die Masse 2. Die maximale Wegstrecke ist bekannt in Abhängigkeit von diesem Winkel Theta. Ja. Also daraus lässt sich die Geschwindigkeit errechnen für die Masse 2. Denn es gilt ja auch hier, wir müssen natürlich hier dieses d noch dazu schreiben, weil wir infinitesimale Verrückungen anschauen. dl Index 2 von Theta zum Quadrat brauchen wir nicht, denn wir können einen Vektor formulieren und zwar 2r mal Cosinus von Theta. Jetzt schreibe ich einfach den Basisvektor auf die Dimension y bezogen. Ja, damit habe ich den Vektorcharakter beschrieben. Jetzt kann ich mich natürlich für den Betrag interessieren. Dann muss ich schreiben 2r mal Cosinus von Theta. Und jetzt leite ich nach der Zeit ab, habe dann die Geschwindigkeit von der zweiten Punktmasse. Da die auf der Drehachse liegt, bezieht sich die natürlich selbstverständlicherweise nur auf den Winkel Theta. Und hier habe ich abzuleiten, nämlich Cosinus. Das habe ich dann minus 2r mal Sinus von Theta mal Theta Punkt. Das Ganze lässt sich wieder quadrieren. So, dann habe ich hier 4 r Quadrat mal Sinus Quadrat Theta mal Phi Punkt Theta. So. Und jetzt kann ich die kinetische Energie des Systems beschreiben, denn kinetische Energie des Systems setzt sich zusammen aus kinetischer Energie der Punktmasse 1, die kommt doppelt vor, plus die kinetische Energie der Punktmasse 2. Das kann ich zusammenfassen, 2 mal T1 plus T2. Dann habe ich hier dastehen 2 mal 1/2 mal M1. So, und jetzt kommt unsere ermittelten Geschwindigkeiten. So, plus 1/2 m2 mal L2 Punkt von Phi zum Quadrat. Jetzt einsetzen, 2 mal 1/2 ist sicherlich 1. Und jetzt die ganzen Elemente, die ganzen Geschwindigkeiten quadriert sind bekannt. Ja? Wir brauchen jetzt nur noch einsetzen. Dann habe ich Folgendes. Wir haben M1. Mal, ich drehe mal die beiden gleich um. Ich möchte nämlich das Kürzere vorne stehen haben. Also r Quadrat mal Theta Punkt zum Quadrat soll vorne stehen. Und jetzt schreibe ich erst den. Das ist r Quadrat mal Sinus Quadrat von Theta mal Phi Punkt zum Quadrat. So, plus, hier schreibe ich 1/2 m2 mal 4 r Quadrat mal Sinus Quadrat von Theta mal Theta Punkt zum Quadrat. 1/2 mal 4 ist dann 2. Da habe ich hier den Faktor 2 drin. So, damit steht unsere kinetische Energie. Ja, jetzt die potenzielle Energie. Da muss man sich auch ein bisschen Gedanken machen. Und zwar wegen am Nullniveau. Ich skizziere am besten mal dieses System noch mal kurz her. So ungefähr. Also hier ist M2, hier ist M1, hier ist M1. Wir beziehen uns nur auf die Dimension Y, weil wir im Schwerefeld der Erde sind und da ist es nahe der Erdoberfläche so, dass wir Potentialpunkte mit mg mal Y ausrechnen. Also brauchen wir hier nur die Y-Dimension. Alle anderen Dimensionen spielen für die potenzielle Energie keine Rolle. So, dann ist hier Y0. Diese Masse M2 kann ja an diesen Auflagepunkt A, auf Hängepunkt A anstoßen. Das ist dann der maximale Wert, den sie zurücklegen kann. Also auf die Koordinate Y gleich 0 bezogen, bin ich dann hier oben. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass die Zentrifugalkräfte so stark sind, ja, dass die komplette Wegstrecke von der Masse M2 zurückgelegt wird. Dann steht sie eben hier oben. Aber ich kann mich auf diese Referenz hier beziehen. So, dann lege ich mal
zwei Nullniveaus fest. Also ich betrachte das separat. Ich sage, hier ist das Nullniveau auf die Masse M1, auf die Massen M1 bezogen. Aber Vorsicht, alle beide Massen M1 sind auf gleicher Höhe. Also sage ich, hier ist das Nullniveau. Das Nullniveau auf die Masse 2 bezogen soll hier sein. Ja, dadurch gewinne ich einiges. Denn wenn ich jetzt eine Potentialdifferenz, also eine Energiedifferenz, meistens interessiert man sich ja nur für Energiedifferenzen, berechnen möchte, dann müsste ich ja hier formulieren M1 mal G mal Y minus R mal Cosinus von Theta. Ja, und das Ganze mal 2, weil ich zwei Punktmassen habe. Warum das? Naja, die Strecke ist ja R mal Cosinus von Theta und die Strecke ist R mal Cosinus von Theta. Ja, dasselbe aufs System bezogen, ja, eine gesamte Potentialdifferenz, eine berechnete gesamte Potentialdifferenz muss natürlich die Masse M2 auch mit einschließen, würde dann bedeuten M2 mal G mal Y minus 2 mal R mal Cosinus von Theta. So, und jetzt sieht man es, dass das Nullniveau hier passend gewählt ist, denn von hier abgerechnet, wenn ich für Y hier R mal Cosinus Theta einsetze, habe ich ja 0. Ich bin dann beim Nullniveau. Und hier, wenn ich für Y 2 mal R Cosinus Theta einsetze, habe ich hier oben auch 0. Ja? Ich bin beim Nullniveau. Es würde aber bedeuten für Potentialpunkte, also nicht für Differenzen, dass ich hier jeweils im negativen Bereich bin. Wenn ich einen Potentialpunkt hier berechnen will, das System ist ja so eingezeichnet, dann habe ich hier negative Energien zu setzen. Zum einen minus M2 mal G mal Y2 und hier bin ich auch im negativen Bereich. Minus M1 mal G mal Y1. Somit steht unsere gesamte potenzielle Energie. Denn die gesamte setzt sich zusammen aus der Addition. Nämlich V1 plus V2 plus, na, V1 kommt doppelt vor, also zwei Punktmassen plus V2. So, dann kann ich erstmal so formulieren. Minus M1 mal G mal Y1, minus M1 mal G mal Y1, minus M2 mal G mal Y2. Jetzt kann ich das Minus ausklammern, dann habe ich M1 mal G mal Y1 plus M1 mal G mal Y1 plus M2 mal G mal Y2. Die beiden lassen sich zusammenfassen. Dann habe ich 2 mal M1 mal G mal Y1. Und jetzt setze ich die Beträge ein für den Abstand. Dann habe ich hier minus 2 mal M1 mal G mal. So, hier habe ich R mal Cosinus von Theta auf die Massen 1 bezogen plus M2 mal G mal. Und hier habe ich ja 2 mal R mal Cosinus Theta auf die Masse 2 bezogen. So. Also, das würde bedeuten, ich kann hier ausklammern, nämlich 2r Cosinus von Theta mal G. Also ist minus 2 mal r mal G, oder schreibt man so, minus 2g mal r mal Cosinus von Theta mal M1 plus M2. Und das ist unser Potential, das sich auf das komplette System bezieht. Nun steht unsere Lagrange-Funktion. Denn die Lagrange-Funktion ist ja die ja, Differenz aus kinetischer Energie minus potenzieller Energie. Aber die haben wir ja gerade berechnet. Also habe ich die kinetische Energie M1 mal R2 mal Theta Punkt zum Quadrat plus Sinus Quadrat von Theta mal für Phi Punkt setze ich jetzt Omega ein. Ja, es gilt ja, Phi Punkt ist gleich diese Winkelgeschwindigkeit. Phi Punkt wird aber quadriert, also habe ich hier Omega Quadrat. So, plus M2 mal 2 mal Sinus Quadrat von Theta mal Theta Punkt zum Quadrat mal R Quadrat. So. Jetzt Minus und Minus ergibt Plus, also habe ich hier plus 2 mal R mal Cosinus von Theta mal G mal M1 plus M2. Das ist unsere Lagrange-Funktion für dieses System. Okay.